Einladung. Wie um Himmels Willen sollte er sich bei ihr angemessen entschuldigen? Er konnte doch schlecht im Unterricht einfach auf sie zugehen. So ging das nicht. Er wollte ihr nicht einfach ein kleines Es tut mir leid entgegenhauchen. Nein, er wollte sich formvollendet bei ihr entschuldigen. Er lag lange wach. Diese kleine Hexe brannte sich einfach in seine Gedanken. Warum log sie für ihn? Noch niemals hatte jemand für ihn gelogen, ohne einen Vorteil für sich selber rauszuschlagen. Er sah den Vorteil für Hermine jedoch nicht. Sie hatte eigentlich nur Nachteile dadurch, dass sie für ihn log. Warum hatte sie keine Angst vor ihm? Wenn er in ihre Nähe kam, zuckte sie nicht zusammen oder wandte sich schnell von ihm ab. Nein, ihr Verhalten war eher gegenteilig von dem, was er erwartet hätte. Sie lächelte ihn freundlich an. Seit wann lächelte sie ihn überhaupt an? Ihn. Die dunkle Fledermaus, die fiese Schlange. Der Mann, der sie jahrelang zur Schnecke gemacht hatte. Er beobachtete Hermine in den letzten Tagen viel. Der Zwischenfall zwischen ihnen beiden war nun schon zwei Wochen vorüber, und er sollte sich so langsam wirklich bei ihr entschuldigen. Langsam erhob er sich von seinem Bett und ging in sein Büro wo er sich auch direkt an seinen Schreibtisch setzte. Er hatte schon die leisen Ansätze eines Plans. Er hatte sie schließlich viel beobachtet. Sie war einsam. Sie war intelligent, aber ihre Freunde konnten damit überhaupt nichts anfangen. Das führte zu ihrer Einsamkeit. Sie las viel. Es schien ihr auch großen Spaß zu machen, Wissen in sich reinzuschaufeln. Aber er bemerkte auch, dass die Bücher ihre einzigen richtigen Freunde waren. Es tat ihm weh, dass eine so intelligente Frau so alleine war. Er hatte auch bemerkt, dass sie sich wirklich für Zaubertränke interessierte, und ihre Fragen in den letzten Jahren waren keine Angeberei oder Einschleimen. Nein, es war ehrliches Interesse. Interesse an seinem Fachgebiet. Er hatte fünf Jahre lang eine Schülerin unterrichtet, die wirklich Interesse an seinem Fach hatte, und diese eine Schülerin hatte er durchgehend ignoriert. Eine Schande. Überlegend griff er zu einem Stück Pergament und seiner Feder. Miss Granger. Sehr geehrte Miss Granger. Hermine. Immer wieder strich er die Anrede durch und entschied sich dann für eine. Verehrte Miss Granger. Ich bin untröstlich darüber, wie ich sie vor zwei Wochen behandelt habe. Mein Verhalten war schändlich, und ich kann es durch nichts auf der Welt wieder gut machen. Ich möchte es jedoch probieren und Sie somit zu mir einladen. Ich hoffe, Sie haben am Samstagabend gegen 20 Uhr nichts vor? Wenn nicht, dann würde ich mich freuen, wenn Sie zu mir kommen könnten. Ich werde Sie in meinem Büro erwarten. Hochachtungsvoll, Severus Snape. In Klammern, Tränkemeister, Professor an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Er stand auf und holte sich seinen Umhang, damit er noch schnell in die Eulerei gehen konnte. Samstag war schließlich schon übermorgen und er wollte ihr ein wenig Bedenkzeit einräumen. Schließlich lud er sie in die Schlangengrube ein. Als sie das letzte Mal hier unten war, war sie im Krankenflügel wieder aufgewacht. In der Eulerei angekommen, rief er sich eine der Schuleulen herunter und band ihr die Einladung ans Bein. Nun hoffte er nur noch, dass Hermine zu ihm kommen würde. Hermine lag in ihrem Bett und las noch. Die Atmung der anderen zeigte, dass sie alle schliefen. Sie genoss die Ruhe in dem Gemeinschaftsraum. Lavender und Pavati quatschten immer so viel. Eigentlich mochte Hermine die beiden Mädchen ja, aber sie konnte nichts damit anfangen, dass sie sich nur noch für Mode, Make-up und die neuesten Trends und Wahrsagen unterhielten. Das alles waren keine Themen für Hermine, die für sie von Interesse hätten sein können. Manchmal fragte sie sich, ob sie jemals mit Menschen in ihrem Alter auskommen würde. Sie wollte nicht angeben, aber ihre Interessen gingen in eine ganz andere Richtung und waren nicht ansatzweise so banal wie die von Harry, Ron, Lavender oder Pavati. Sie wusste einfach mehr und wendete ihr Wissen auch an. Plötzlich vernahm Mina ein leises Ticken. Was das wohl war? Langsam stand sie auf und sah sich in dem Raum um. Vor dem Fenster neben ihrem Bett war eine Eule, und wollte offensichtlich hineingelassen werden. Also ging Hermine zu ihrem Fenster und öffnete es. Die Eule huschte sofort ins Zimmer und ließ sich auf ihrem Bett nieder. Sie nahm ihr den Brief ab, und schon flog die Eule wieder aus dem Fenster hinaus, um auf die Jagd zu gehen. Sie wunderte sich, wer so spät noch etwas von ihr wollte, doch öffnete sie den Brief und las ihn schnell. Ein Schmunzeln erhellte ihre Züge, Professor Snape wollte sich bei ihr entschuldigen. Sie wusste, dass Professor McGonagall etwas geplant hatte, aber ihr war noch nicht ganz klar gewesen, wie ihre Hauslehrerin das anstellen wollte. Sie war gespannt, ob diese Entschuldigung durch die Professorin kam oder von ihm ausging. Hermine hoffte auf letzteres, aber sie war sich nicht ganz sicher. Mit einem Lächeln im Gesicht schlief sie ein. Minerva saß beim Frühstück und sah Severus an. Er war noch sehr grummelig. Er war zwar immer sehr früh auf, aber ein Morgenmensch war er trotzdem noch nie gewesen. Vorsichtig lehnte sie sich zu ihm herüber. Ich will dich ja nicht zutexten, aber hast du dich schon bei ihr entschuldigt? wisperte sie ihm entgegen. Severus schüttelte nur den Kopf und trank seinen Kaffee. Nachdem er sein Frühstück beendet hatte, Erhob er sich, beugte sich dann aber noch einmal zu ihr hinab. Es ist in Arbeit. Ich habe sie für morgen Abend zu mir eingeladen. Ich wollte eine Kleinigkeit mit ihr essen. Danach richtete er sich wieder auf und rauschte aus dem Raum. In der Eingangshalle lief Hermine ihm direkt in die Arme und bevor sie auf den Boden fiel, weil sie ineinander gerannt waren, schlang er seine Arme um sie. Miss Granger, Sie müssen besser auf sich aufpassen, teilte Severus ihr schon fast liebevoll mit. Irritiert sah Hermine ihren Professor an und nickte dann nur. Zu einer anständigen Antwort war sie gerade nicht in der Lage. Sie lag immer noch in seinen Armen und es fühlte sich merkwürdig vertraut an. So sicher, als könnte ihr in diesem Moment kein Leid zugefügt werden. Als könnte sie einfach sie selbst sein. Severus musterte ihr Gesicht und musste ein breites Lächeln unterdrücken. Ihre Augen strahlten ihn an. So etwas hatte er noch nie gesehen. Also gesehen schon, aber es galt noch niemals ihm. Nehmen Sie meine Einladung an, fragte er sie leise mit einer samtigen Stimme, die ihr den Atem verschlug. Erneut konnte sie nur nicken, und hocherfreut entließ er sie aus seinen Armen. Seine Arme fühlten sich seltsam leer und kalt an. Es würde etwas fehlen. Es fehlte ja auch etwas. Es hatte ihn merkwürdig beruhigt, diese kleine Frau in seinen Armen zu halten. Er war einen Moment mal kein Spion, der die riesige Bürde tragen musste, den mächtigsten Magier der Welt zu töten. Er fühlte nicht den Schmerz der Verachtung und der Einsamkeit. Severus schüttelte seinen Kopf. Was dachte er da bloß? Sie war seine Schülerin. Hermine klopfte an die Tür von Professor McGonagall. Sie hatte den ganzen Tag schon darüber nachgedacht, wie sie sich verhalten sollte, wenn sie zu ihrem Professor ging. Jetzt interessierte es sie, was Professor McGonagall dazu sagen würde. Herein, ertönte die durch die Tür dumpfe Stimme ihrer Hauslehrerin und damit Verbündeten. Hermine trat ein, und Professor McGonagall lächelte ihr entgegen. Was kann ich für dich tun, mein Kind? Ingwerkeks? fragte die ältere Dame. Danke, aber ich möchte keinen Ingwerkeks. Ich bin hier, weil ich eine Einladung von Professor Snape erhalten habe. Er möchte mich gerne morgen Abend treffen. Also, ich werde natürlich hingehen, das steht außer Frage, aber ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Soll ich meine Schuluniform tragen oder Freizeitkleidung? Ich weiß nicht, ob er nur ein kurzes Gespräch mit mir führen will oder was er als angemessene Entschuldigung ansieht. Plapperte sie gleich darauf los. Ihre Nervosität war ihr sehr stark anzumerken. Minerva lächelte wohlwollend. Hermine, beruhigen Sie sich doch erstmal. Severus hat mir zufälligerweise verraten, was er ungefähr mit Ihnen vorhat. Ich würde mir an Ihrer Stelle etwas Schickes anziehen, aber es sollte auch leger sein. Sie gehen ja schließlich nicht zu einer Gala. Seien Sie einfach Sie selbst. Verstellen Sie sich nicht und lassen Sie es einfach auf sich zukommen. Er wird sich bei Ihnen entschuldigen. Und ihnen nicht den Kopf abreißen, lächelte Minerva. Ich danke Ihnen, Professor. Das beruhigt mich ein wenig. Haben Sie sonst noch einen Tipp für mich? fragte die verunsicherte junge Hexe. Leicht lachend schüttelte die ältere Dame den Kopf. Nein, mein Kind, da musst du schon selber durch. Entschuldigung. Nervös saß Severus in seinem Büro. Sollte er jetzt noch Aufsätze kontrollieren oder kam das zu sehr nach Nachsitzen rüber? Er war nervös und lief wie ein Löwe im Käfig durch sein Büro, als es klopfte. Er fuhr sich ein letztes Mal durch seine Haare und atmete noch einmal tief durch. Dann ging er zur Tür und öffnete diese. Er sah Hermine an und lächelte verlegen. Guten Abend, Miss Granger. Kommen Sie doch bitte rein. Bot er ihr freundlich an. Hermine nickte nur, denn sie war überwältigt. Severus Snape hatte gelächelt. Niemand hatte ihn jemals lächeln gesehen. Und dann hatte er auch noch sie angelächelt. Sie ging in sein Büro, als er ihr Platz gemacht hatte, und trat somit ins Licht. Ihm stockte der Atem. Sie trug eine smaragdgrüne Bluse und darunter ein schwarzes Top. Als sein Blick weiter runter wanderte, sah er eine verwaschene, eng anliegende Jeans und silberne Sneaker. Sie sehen schön aus, Miss Granger, sagte er, nachdem er sie bewundert hatte. Danke, antwortete sie verlegen. Ich hoffe, Sie haben ein wenig Hunger, fragte er besorgt. Ähm, ja, ich habe beim Abendessen nichts herunterbekommen. Weil ich, um ehrlich zu sein, recht nervös war, was auf mich zukommt. Erzählte sie wahrheitsgemäß. Und nun sind Sie immer noch nervös? Hakte er nach. Sie nickte leicht und lächelte etwas. Würden Sie vielleicht etwas mit mir essen? Ich habe in meinem Wohnzimmer etwas vorbereitet. Erklärte er ihr. Sie haben noch nicht den Hauselfen extra Arbeit gemacht, oder? Empörte sie sich. Nein, 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 natürlich nicht. Ich habe selber gekocht. Für den Hausgebrauch reicht es und ich will nicht, dass die Hauselfen mehr Arbeit haben als nötig. Beschwichtigte er sie. Also würden Sie mir die Freude machen und etwas mit mir essen. Erstaunt sah sie ihren Professor an. Noch nie war sie jemandem begegnet, der auch, genauso wie sie, über die Hauselfen gedacht hatte. Natürlich, ich esse gern etwas mit Ihnen, Sir, bestätigte Hermine. Severus bot ihr den Arm an und führte sie zu einer Tür am Ende des Raumes. Nennen Sie mich doch Severus. Ich glaube, heute Abend wird es angenehmer, wenn Sie mich duzen würden. bat er sie. Erstaunt sah sie ihn an. Hat er ihr gerade das Du angeboten? Er überraschte sie immer wieder aufs neue. Ja, gerne. Aber nur wenn du mich Hermine nennst. Also eigentlich nennen mich nur meine Eltern oder Menschen, die mich nicht wirklich kennen, so aber ich schätze dich nicht als jemanden ein, der Spitznamen benutzt. Meine Freunde nennen mich einfach nur Mine, antwortete sie wieder weit ausholend. Doch er überraschte sie auf ein neues. Das lässt sich einrichten, Mine. Ich hoffe, du magst Schweinemedaillons. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine Vegetarierin bist, antwortete er ihr, ihr. Ja, wenn sie gut gekocht sind, dann definitiv, nickte sie. In seinem Wohnzimmer sah sie sich erstaunt um. Alle dachten immer, bei ihm wäre es dunkel. Aber seine Räume waren hell. Er hatte einen weißen Teppichboden, der sehr flauschig war. Auf der einen Seite war eine kleine Essecke, in der ein großer Esstisch aus Glas stand und sechs weiße Wildlederstühle außen herum. Ein beigefarbenes Sofa stand auf der anderen Seite, wo sich auch der Kamin befand. Es sah sehr gemütlich aus und war eingerahmt in silbernen Regalen. In denen Glasplatten lagen, auf denen unzählige Bücher standen. An den Wänden hingen Stillleben. Es war meistens das Meer darauf zu sehen und auf einigen auch Berglandschaften. Ich bin beeindruckt. So habe ich mir deine Räume nie vorgestellt. Es ist hier so hell und freundlich und sehr modern. Wirklich schön, wunderte sie sich. Ja, mich halten alle immer für den Typen, der sich nur mit Schwarz umgibt. Aber das stimmt nicht. Ich liebe es, wenn es hell ist. Es bedrückt das Gemüt doch zu sehr, wenn alles immer nur dunkel in dunkel ist. Er rückte ihr einen Stuhl zurecht. Setz dich doch bitte. Hermini ging auf ihn zu und setzte sich auf den ihr dargebotenen Stuhl. Dann schob Severus sie an den Tisch. Er ging in die Küche und kam mit zwei Tellern zurück. Einen stellte er vor ihr ab und den anderen auf dem Platz gegenüber von ihr. Was möchtest du trinken? Ich habe Wein, Butterbier, Kürbissaft, Wasser? fragte er freundlich. Ich hätte gern einen Wein. Sie lief etwas rot an. Das Essen sieht sehr lecker aus. Danke, hauchte sie. Mit einem Schwenker seines Zauberstabs. Ließ er zwei Weingläser auf dem Tisch erscheinen und holte dann eine Flasche Rotwein. Es tut mir leid, ich habe nur Rotwein da. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, fragte er sie. Sie nickte nur und er beugte sich vor, um ihr einzuschenken. Sein Duft traf sie unerwartet. Er roch sauber nach einer Wiese im Sommer und Pfefferminz. Sie liebte diese Gerüche. Sofort schlossen sich ihre Augen und sie atmete tief seinen Geruch ein. Severus merkte es und sah verwundert seine Schülerin an. Er hatte es noch nie erlebt, dass jemand so intensiv seinen Geruch in sich einsog. Lächelnd erhob er sich wieder und ging zu seinem Platz. Ich hoffe, es schmeckt dir, sagte er vorsichtig. Sie nickte und beide begannen zu essen. Sie nickte und begann zu essen. Nach dem ersten Bissen schloss sie genießerisch ihre Augen. Das ist das beste Schweinemedaillon, das ich jemals gegessen habe. Wo hast du so gut kochen gelernt? fragte sie überrascht, als sie alles heruntergeschluckt hatte. Ihre Augen wurden groß. Es tut mir leid, ich frag wieder zu viel, fügte sie hinzu und verstummte. Er schaute etwas beschämt. Nein, heute darfst du mich alles fragen. Ich habe zu Hause oft gekocht, als ich noch ein kleiner Junge war. Da habe ich mir das ein oder andere angewöhnt. Es tut mir leid, dass ich dich im Unterricht für deine Fragen immer so runtermache. Entschuldigte er sich. Hermine, die gerade von ihrem Wein getrunken hatte, verschluckte sich an diesem. Sie hustete und hustete, wobei ihr Gesicht knallrot anlief. Severus sprang auf, um ihr auf den Rücken zu klopfen. Habe ich etwas Falsches gesagt? fragte er unbeholfen. Sie klammerte sich an seinen Arm, bis sie wieder Luft bekam. Dann schüttelte sie leicht den Kopf. Ein paar Minuten brauchte sie noch, um wieder genügend Luft in ihre Lunge zu pumpen, aber sie klammerte sich weiter an seinen Arm. Sie hatte sich, ohne es zu merken, an seine Brust gelehnt. Und merkwürdigerweise fühlte sie sich sicher. Seit dieser Krieg im Gange war, hatte sie sich niemals so sicher gefühlt wie in diesem Augenblick. Nein, du hast nichts Falsches gesagt. Ich war nur überrascht, dass du dich entschuldigt hast. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet, antwortete sie endlich auf seine Frage. Er nickte und zog sie instinktiv dichter an sich, indem er auch seinen zweiten Arm um sie schlang. Du bist doch hier, damit ich mich bei dir entschuldigen kann. Warum bist du dann überrascht, wenn ich es tue? fragte er erstaunt. Es fühlte sich wundervoll an, sie in seinen Armen zu haben als könnte er ihr alles sagen. Endlich einem Menschen vertrauen. Aber das durfte er nicht. Sie war seine Schülerin und noch so unschuldig. Na ja, ich bin hier, weil du dich für etwas anderes entschuldigen wolltest. Nicht dafür, dass du mich im Unterricht gerne runtermachst. Sie richtete sich leicht auf, um ihn anzusehen. Ihre braunen Augen trafen auf seine schwarzen, und sie wurden von seinem Blick gefesselt. Es tut mir leid, Mine. Ich hätte die Beherrschung auf gar keinen Fall so verlieren dürfen. Ich habe dich nicht nur durch meinen Angriff körperlich verletzt, nein, ich habe dich auch durch meine Worte davor psychisch verletzt. Ich hätte weder das eine noch das andere tun dürfen. Es ist einfach unverzeihlich, das weiß ich selber, aber ich hoffe doch sehr, dass du mir verzeihen kannst. Du bist eine kluge, sympathische, ehrliche, liebevolle und sehr freundliche Hexe. Mir ist aufgefallen, dass du aber auch einsam und traurig bist. Er strich leicht über ihren Arm. Ich habe dich genau in dem Punkt getroffen, mit dem ich die schlimmste Verletzung verursachen konnte. Und es tut mir unendlich leid. Und ich hoffe, dass du mir alles, sowohl die physischen als auch die psychischen Sachen und auch meine Gemeinheiten in meinem Klassenraum verzeihen kannst. Ich kann dich im Unterricht nicht viel freundlicher behandeln, das würde zu sehr auffallen, da ihr mit den Slytherins zusammen unterrichtet werdet. Aber ich werde dich nicht mehr schikanieren, wenn wir uns alleine sehen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber warum. Warum hast du gelogen? Für mich. Du hattest doch gar keinen Grund, deine Freunde zu belügen. Beendete er seine kleine Rede, die aus tiefstem Herzen kam. Hermine wandte beschämt den Kopf ab. Du weißt, dass ich gelogen habe? Severus nickte. Ich hatte einen Grund. Ich. Ich. Ich kann's dir nicht sagen, brach sie den Versuch einer Erklärung ab. Aber ich kann dir sagen, dass ich nicht sauer auf dich bin. Ich hab dich schon lang verziehen. Also, bitte, mach dir keine Vorwürfe. Er sah sie verständnislos an. Dann drehte er ihren Kopf zu sich. Hermine. Mine, bitte sag mir, warum hast du gelogen? Es tut mir wirklich leid und ich will nicht, dass so eine ehrliche junge Frau sich genötigt fühlt, meinetwegen zu lügen. Das bin ich nicht wert und. Doch, das bist du wert! unterbrach sie ihn laut. Ich habe gelogen, um dir nicht noch mehr Probleme zu machen. Ich habe in deinen Augen den Schmerz und die Verzweiflung gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass du so viele Probleme hast, aber niemanden, dem du dich anvertrauen kannst. Du würdest niemals mit mir sprechen, wieso denn auch? Ich bin deine Schülerin und außerdem kannst du mich nicht ausstehen. Aber das heißt nicht, dass ich dafür sorge, dass du noch mehr auf deinen bestimmt großen Berg an Lasten draufkommt. Ich wollte dich schützen, also habe ich gesagt, dass ich hingefallen bin und du mir geholfen hast. So war es erklärt, dass du mich in den Krankenflügel gebracht hast. Und meine Kopfverletzung ebenfalls. Ich hab dir nichts zu verzeihen. Ich war niemals böse auf dich. Diese diese Verzweiflung in deinen Augen. Sie schloss kurz die Augen und öffnete sie dann wieder. Die. die hat mich tief in meinem Herzen betroffen, und ich wollte dich nur noch beschützen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Sie lächelte Severus scheu an. Mit großen Augen sah er diese unschuldige junge Frau vor sich, die ihm gerade das gesagt hatte, was er geglaubt hatte, niemals von einem Menschen zu hören. Sie sorgte sich um ihn, und sie wollte ihn beschützen. Das war unglaublich für ihn. Sanft hob er eine Hand an ihr Gesicht, und sie schmiegte sich automatisch in diese Berührung. Ihre Blicke waren eng umeinander geschlungen. Wie kommst du darauf, dass ich dich nicht leiden kann? Du bist einer der freundlichsten Menschen, die mir jemals begegnet sind. Du bist wunderschön, atemberaubend, intelligent, unschuldig. Wenn ich mit einer Person reden würde, dann würde meine Wahl auf dich fallen. Ich möchte dich aber nicht belasten. Du bist noch so jung und unschuldig und das will ich dir nicht nehmen. Langsam näherten sich ihre Gesichter. Bis seine Lippen die ihren sanft und zaghaft berührten. Er wartete auf eine Reaktion, und als er sich schon wieder von ihr zurückziehen wollte und er sich schalt, ein Dummkopf zu sein, schließlich war sie seine Schülerin, erwiderte sie seinen Kuss. Sehr vorsichtig. Langsam wurde er sicherer und bat mit seiner Zunge sehr sanft um Einlass. Zögernd öffnete sie ihre Lippen. Seine Zunge glitt in ihren Mund und langsam erkundete sie diesen. Hermine's Zunge begann sofort, um die seine zu streichen und sie zu betasten. Nach einer Weile lösten die beiden sich wieder voneinander. Erstaunt und verunsichert sah sie Severus an. Es tut mir leid, ich hätte nicht, begann er, doch sah er, dass sie mit diesen Worten verletzt hatte. <laughs> Doch sah er, dass er sie mit diesen Worten verletzt hatte. Ich hätte dich nicht küssen dürfen, aber ich habe es gern getan. Ich möchte nicht, dass du denkst, dass ich von dir verlange, mich zu küssen, nur weil ich dein Lehrer bin. Ich mag dich wirklich, aber das birgt für dich keinerlei Verpflichtungen. Du ähm. siehst nicht so begeistert aus. Hermine lächelte. Du hast mir ja noch keine Zeit gegeben, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich meinen ersten Kurs von meinem Lehrer bekommen habe. Von dem Lehrer, von dem ich dachte, dass er mich nicht mal leiden kann.